Um so zu spielen, ist Naturtalent nötig, aber vor allem viel, viel Übung. Meisterschaft erreicht, wer mindestens 10.000 Stunden mit seinem Instrument verbringt. Am 17. April haben junge Talente der Young Academy Rostock unter dem Motto »Schüler musizieren für Schüler« im innerstädtischen Gymnasium der Hansestadt gezeigt, was sie können. Dem Sponsor, Stadtwerke Rostock AG, ist vor allem das Engagement für junge Menschen in der Region wichtig. Ja, wir sind ja schon lange dabei, die JARO zu unterstützen, aber genau dieses Format, dass junge Menschen, die eine besondere Gabe, ein besonderes Talent haben, anderen jungen Menschen zeigen, was es bedeutet, wenn man sich anstrengt, wenn man sozusagen in irgendeine Sache sich reinarbeitet, das finden wir total toll, dass die jungen Leute eben sehen, was so möglich ist und dass die jungen Künstler eben auch eine Möglichkeit haben, mal vor Publikum zu spielen, mal damit umgehen, was ist Lampenfieber, wie kann ich mich auf eine Karriere vorbereiten, das finden wir ganz toll. Im Publikum saßen Schüler der Musikklasse 9a des innerstädtischen Gymnasiums, aber auch andere Jugendliche der Stufen 7 bis 9 der Schule. Die Schüler der Young Academy Rostock zeigten ihr außerordentliches Talent und inspirierten bestimmt den ein oder anderen damit. Für uns haben diese Termine immer besondere Bedeutung, weil Musik für Gleichaltrige stattfindet. Das ist ein großer Wunsch, dass wir da viel, viel mehr gleichaltriges Publikum erreichen. Menschen, die vielleicht nicht unbedingt in unsere Konzerte in die Hochschule kommen, sondern wir kommen zu ihnen und zeigen, dass junge Menschen aus ihrer Altersgruppe so musizieren, mit solcher Ernsthaftigkeit, mit so viel Liebe, mit so viel Freude und Spaß bei der Sache. Und ich glaube, das ist eine ganz starke Vermittlungsebene. Die 18-jährige Rosa Krüllmann spielte mit ihrer Violine gleich zu Anfang ein Stück von Johann Sebastian Bach. Emil Freiwald und Vincent Samuel Vogel, gerade mal 12 und 13 Jahre alt, beeindruckten gemeinsam am Klavier mit Stücken von Edvard Grieg, Johannes Brahms und Manfred Schmitz. Die 12-jährige Sophia Johanna Seiberling spielte Violoncello. Und die 17-jährige Emilia Fritsche hatte ihr Euphorium dabei, eine Mischung aus Horn und Posaune. Der Gesang der 18-jährigen Paula Harders sorgte für positive Gänsehaut. Bei ihrer selbstgeschriebenen Message an ihre Freunde wurde es emotional. Ja, nicht nur um Meisterschaft, wenn man Musik macht, das ist das absolute höchste Ziel, sondern es geht in erster Linie auch um die Freude am Tun, am Machen, am Erleben, an Klängen, an Musik. Und natürlich, je mehr man investiert, desto mehr erlebt man auch die Kraft von Musik. Und dafür werben wir ja, dass man es auch vertieft betreibt, dass man nicht mal nur 10 Minuten am Tag spielt, sondern vielleicht eine Stunde. Und dann wird man auch merken, wie sich Fähigkeiten ausweiten, wie sich das Empfinden auch vertieft für Musik. Und ich glaube, das hat man heute erlebt bei allen, die hier auf der Bühne waren. Die empfinden wirklich Musik. Mit dem Projekt Klänge für Generationen der Stadtwerke Rostock wird die JARO gefördert. Dazu gehören die drei weiteren Formate Schüler musizieren für Senioren, Klassik im Kraftwerk und das Benefizkonzert.